UTV ist heute auf der Nippon Connection, dem größten japanischen Film- und Kulturfestival Deutschlands. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn sich in Frankfurt ganze Stadtviertel leuchtend pink färben, dann ist klar, es ist Zeit für die Nippon Connection. Das jährlich stattfindende Filmfestival ist einer der weltweit bedeutendsten Standorte für die Präsentation japanischer Kultur außerhalb Japans. Ursprünglich eine Initiative von Frankfurter Studenten, ist das Fest mittlerweile auf die ganze Stadt verteilt und empfängt Tausende von Gästen. Viele der über 70 gezeigten Filme feiern dort ihre Premiere. Näheres zur Nippon Connection erklärt uns jetzt Dr. Mirza Ogrin. Er ist Teil des Teams, das sich um die Auswahl der Filme kümmert. Ich bin seit 2008 im Team dabei und das kam eigentlich auch daher, dass ich hier in Frankfurt studiert habe, 2002 dann zum ersten Mal als Besucher da war und Filme angeschaut habe. Das war damals im Studiehaus in Bockenheim. Genau. Das heißt, ihr habt wirklich mal angefangen als studentische Gruppe im Studierendenhaus und habt da auch das ganze Haus entsprechend gestaltet. Mittlerweile seid ihr unglaublich gewachsen. Also die Grundstruktur des Festivals ist ja im Prinzip über die Jahre hinweg ziemlich konstant dieselbe geblieben. Beispielsweise was die verschiedenen Sektionen angeht, dass wir von Anfang an eine Sektion Cinema hatten, in der vor allem große Kinoproduktionen von bereits etablierten Regisseuren gezeigt wurden. Und daneben die Sektion Visions, die früher digital hieß, wo wir vor allem versucht haben, neue Regietalente zu entdecken, unabhängige Filmemacher, Independent-Kino zu präsentieren und dann als drittes Standbein sozusagen das Kulturprogramm drumherum. Das ist ja auch mittlerweile das größte Filmfestival für japanisches Kino. Und da sind schon relativ früh auch vor allem junge Regisseure in Japan dann darauf aufmerksam geworden. Und dadurch, dass das Filmteam und das Organisationsteam ja auch regelmäßig in Japan war, konnten wir dort auch direkt Kontakte knüpfen mit Regisseuren, mit Produzenten, mit Verleihern. Das heißt, ihr habt ein unheimliches Standing in Japan auch? Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Als Rahmen für das Filmprogramm organisiert die Nippon Connection jedes Jahr Workshops für japanische Kultur, zum Beispiel Kochen, Manga zeichnen oder Schwertkampf. Usually, music is first, and I heard music, and I imagine my imagination is coming to my head, and I just dance or moving. Music is first. I want to travel all over the world with my sword and teach sword fighting to many people and have show, live show all over the world.